Ah, cool. Ich würde trotzdem noch mal gerne hoch, so blöd es vielleicht klingen mag. Njoms, njops, schwing, showing, 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 showing. Ah! Ja, okay, lassen wir das. Es war nur für einen Energietank. Mehr nicht. Zumindest sage ich das jetzt einfach so. Ob es stimmt oder nicht, es steht auf dem anderen. Ja, ich kann die mit Speed Booster zerstören. Das bringt mir auch so viel, weil ich hier überall Speed aufbauen kann. Voll und so. Egal. Na, okay. Flop. Über das Thema Tod und bla habe ich jetzt schon geredet, ne? Jetzt fällt mir kein Thema mehr ein. Ahahaha. Der Toaster hatte ein Thema und dann war es das. Nein. Danke. Bah. Tut mir leid, ich mag den nicht so. Den mag keiner so. Okay. Da war ich. Ich will in den großen Raum da wieder. Wie kam ich da hin? Mit Skill. Das ich allerdings nicht habe. Ich habe das Skill nicht. Es wäre auch cool, das Ding da auszuwählen. Miau. 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 Au. Au. Aha! Im Schwing. Im Schwing, im Schwung. Ach so, jetzt muss ich ja da hoch. Oh Gott. Oh bitte. Nein. Oh Gott. Haha! Okay, so geht's natürlich dann auch. Okay, rein da. Was haben wir denn so hier? Hier haben wir das. Ach ja, das war ja. Der Scheiß. Hallo, Samuich. 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 Duxuch. Machst duch. Aranus. Aranus. Ha. Ich bin heute mal wieder witzig. Ich bin so lustig drauf. Ich könnte kotzen, so lustig drauf bin ich. Ja. Ich weiß nicht. Fragt mich, warum ich gerade so blöde Scheiße laber. Ich habe nämlich keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht. Okay, nochmal runter und nach rechts. Flop, flop, flop. Hier runter. Und hier irgendwie nach rechts. Ah ja. Njau. Ich hab dich getroffen, weil ich cool bin. Kann man hier nach. Autsch. Nee, kann man nicht. Okay. Also sage ich jetzt einfach mal. Ich hab's noch nicht nachgeguckt, aber egal. So, bin jetzt gespannt, wie viele Prozent ich am Ende dieses Runs habe. Ob ich wieder genauso viel habe wie beim ersten Mal oder ob mir irgendwas fehlt dann am Ende. Ach so, wir waren ja hier, genau, wo ich dann hier gescannt habe und dann ging es hier mit Powerbomben. Moment, hier war ich gar nicht. Egal, wo bin ich dann bitte schön vorhin lang gegangen? Ah, nein, nein. Doch, ich war hier. Okay, alles gut. Da ist ein Save Point, den ich gerade nicht brauche. Aha. Okay. Ich gehe einfach mal jetzt. Autsch, nein, oh. Steuerkreuz, ey. So zum Sacken ist das Viech. Echt. Es ist unglaublich, wie sehr ein Steuerkreuz schlucken kann. Ah, kann ich vielleicht hier irgendwo runter? Nee. Ah, Moment. Jetzt habe ich aber eine Idee. Die mag vielleicht blöd klingen, aber vielleicht ist sie gar nicht mal so blöd. Und zwar. Sag mal, hier will ich doch runter. Ja. Genau, du sollst hier nämlich. Wow! Ihr sollt hier. Nein! Oh. So, danke. Ihr sollt hier nämlich alle mitkommen bis zu dem Sand, genau. Und dann möchte ich den Eisbeam anmachen und gucken, ob ich einfrieren kann. Eich ein. Nee, kann ich euch nicht. Au. Wie kann ich darüber, ohne dass ich. Moment, ich mach kurz etwas. Ah, ich habe überhaupt kein Safe-Set gemacht. Ich fall da sofort, oder? Weil. Ansonsten. Nee, okay, ich komme drüber. Gut. Ich darf bloß überhaupt nicht zu weit nach unten. Aber Moment, hier gibt's aber nicht mal was. Kann das sein? Kann das sein? Okay, fall ich doch mal da rüben. Hallo, fall ich doch mal hier runter. Was passiert? Das Spiel glitscht rum. Auch cool. Au. Oh.
Okay, was passiert? Komme ich in einen Raum voller... Au! Okay. Gut. Wir finden noch mehr Geheimause. Oder gibt's in diesem Raum gar keine Geheimnisse? Das kann natürlich auch gut sein. Oh, da oben. Was ist das? Das ist ein Reserve Tank. Oh mein Gott, da ist... Ah, nein. Oh Gott. Da ist ein Reverse Tank. So wollte ich sie ja nennen. Au. Fickt euch doch mal. Ein Rückwärtstank. Der macht eben... Der nimmt uns Energie weg und nicht dazu... Ah, nicht run... Nein, 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 nein. Nicht runterfallen, Samus. Wer weiß, in welchen Spot man hier runter... Oh, Mann. Okay, danke. Okay. Du bist kaputt, das ist... Super, okay. Achso, Moment, Haha. Okay. Danke, ich möchte hier bitte meine... Mischelt! Mischelt! Select Mischel and press the B-Button. Ja, das weiß ich auch erst nicht seit 100 Jahren. Ein Reverse Tank. Ja! Mein vierter und letzter... Glaube ich zumindest. Ich denke schon. Wie sieht denn das aus im Menü? Ja, es sieht so aus. Okay. Geil! Ich habe alle Reverse Tanks. Finde ich cool. Lassen wir uns hier mal gleich runterfallen. Und irgendwo hier sinken wir bestimmt ein. Okay, gut. So, jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen, aber ja. Ich werde nichts schneiden, weil... ich weiß nicht. Nee, ich schneide das nicht. Ich habe jetzt zwar auch nichts mehr zu labern, so, ehrlich gesagt. Ich wüsste nichts, was ich... Nee. Ich wüsste nichts, was ich... Autsch, jetzt labern könnte. Oder über was ich reden könnte. Über irgendein Thema. Irgendein interessantes... Ah. Normalerweise würde ich gerne über Mega Man reden. Aber so viel interessieren ja Mega Man nicht so. Und deswegen, ja. Warum würde ich gerne über Mega Man reden? Weil ich gerne über Mega Man rede. Ganz einfach. So. Dumm, dumm, dumm. Irgendwann hatte ich mal ein Thema. Irgendwann hatte ich mal ganz viele Themas. Aber alle habe ich vergessen. Ich weiß auch nicht. Autsch. Meistens fallen die mir bei McDonald's ein. Das ist ehrlich so. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Ich gehe manchmal... Manchmal, ja. Nicht regelmäßig. Manchmal. Zum McDonald's. Und esse dort irgendetwas. Je nachdem. Meistens Frühstück eigentlich. Ich frühstücke mehr bei McDonald's, als dass ich alles andere esse. Weil irgendwann hat man die Sachen auch wirklich satt. Das stimmt schon. Und dann fallen mir irgendwelche Themen ein. Und wenn ich da zu Hause bin und denke, komm, jetzt nimmst du irgendwas auf. Dann denkt sich mein Gehirn oder mein Kurzzeitgedächtnis, nö, nee, nee, heute bin ich nicht aktiv, heute bin ich nicht im Dienst, nee. Also, nee, habe ich heute echt keinen Bock auf Arbeit, weißt du? Ja, und das kotzt dann einen schon so ein bisschen an. Ja. Ich hatte echt mal, also mir fallen so oft Themen ein. Manchmal auch beim Pizzaessen, aber wie gesagt, öfters bei McDonald's, am öftersten. Ja. Okay. Da habe ich doch tatsächlich mal etwas erzählt, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, die wir hier brauchen, um zurückzukehren dahin, wo wir hin zurückkehren wollen. Miau. Ey, ich wollte mich an dir festhalten. So. Jetzt Schwing. Showing. Okay. Das hat nicht so geklappt mit dem Showingen. Miau. Komm, geh nach oben. Okay. Und. Showing. Ah, Moment. Nein, das schaffen wir nochmal. Komm. Nein. Nein. Schade, warum nicht? Ach, Kacke. Ich glaube, wenn ich da rangekommen wäre, hätte ich super Wall jumpen können. Haha, okay. Jetzt aber mal wirklich weiterkommen hier. Ah, Maridia ist so ein geiler Sektor. Ich meine, der ganze ist unter Wasser, aber sobald man einen Gravity Suit hat, ist einem das eh scheißegal. Und es ist einfach nur geil. Moment, bin ich hier richtig? Ich bin schon wieder falsch gegangen, sag mal. Was? Oh. Ach so, aber okay, hier muss ich lang, also doch nicht so falsch. Dodging Skills vom The Feinsten. Okay. Runter, noch weiter runter und noch mehr das Errollen. Ich lass das mal. So. Okay. Fußball! Fußball! Fußball mit kleinen Viechern spielen. Ah, Moment, hier kann man ja schön.
Hier kann man schön Skill zeigen. Miau. Moment. Miaums. Miaums. Moment. Miaums. Miaum. Au, was zur Hölle? Okay. Ja, das war mal wieder übelster Skill. Zum Glück können wir Walljump. Schon wieder das gleiche an derselben Stelle übrigens. Zum Glück haben wir die super tolle Fähigkeit erworben, dass wir Walljumpen können. Nein. Nö. Das kann nicht sein, oder? Das wäre jetzt genial, ja? Metroids! Okay, das sind keine Metroids, aber sie sehen aus wie Metroids, also ja. Ich weiß nicht, was das für Gegner sind. Vielleicht Evil hat ja ein Dingensbuch, Komplettlösungsdingens, vielleicht steht es da drin, ich weiß nicht. Also wenn du gerade zufällig zugucken würdest, solltest, tust, kannst du mir ja vielleicht, wenn du das noch findest, überhaupt dein Strategiebuch, falls du das noch nicht, also falls du das hast, noch, dann, und da stehen die Gegnernamen drin, dann kannst du mir ja verraten, wie die heißen, weil Metroid sind es jedenfalls nicht. Aber die machen ein interessantes Geräusch und die kommen auch nur hier vor. Also, interessante kleine Viecher. So, ja, cool. Okay. Ah ja, cool, ich komme hier also nicht weiter durch. Ach so, ist das. Warum sagt mir das nicht gleich einer? So, jetzt kriegen wir etwas sehr extrem Geiles. Nicht vor einem Pflanzengegner oder was? Nee. Ach du. Okay, ja, okay, du. Oh, wie machte man dich? Auf jeden Fall irgendwie mit Raketen oder irgend so ein Scheiß. Ah, bleib doch mal da. Bleib doch mal da, Viech. Autsch. Ich kann super aimen heute. Ich benutze Raketen. Ich benutze mal super Raketen. Autsch. Sag mal, oder kann man dich nur... Nee, ich hab dich getroffen. Ist okay. Ist okay. Ey, ich find's cool, wenn ich Gegner treffe. Das Viech erinnert mich ein bisschen an Ceres aus Metroid Fusion. Nur Ceres aus Metroid Fusion ist ekelhafter und viel schneller. Also extrem sehr viel schneller. Okay, du wirst rot. Du bist rot, weil du wütend bist oder so. Ich weiß es doch auch nicht, warum die Gegner in Metroid immer rot werden. Aber sie werden's und das finde ich toll. Wow, okay, du wirst so schnell wie Ceres. Das finde ich gar nicht gut. Ah, nein. Einfach blöd drauf rum. Okay, er ist tot. Ich habe auch überhaupt nicht viel dabei verloren. Aha, hier kriegen wir etwas sehr Geiles, Feines, Tolles. Ja, oder wir kriegen auch gar nichts. Was soll das? Hä? Moment. Was zur Hölle? Hä? Ich dachte, wir kriegen hier was. Nicht, dass mich das jetzt hier zum Boss führt. Es sieht nämlich fast so aus. Hallo? Ich dachte mal, okay, ich dachte, wir kriegen jetzt was ganz Tolles. Vor allem, weil hier so... Das kommt eigentlich immer, wenn man einen Gegner... wenn man irgendwas bekommt. Also von wegen Erweiterung für den Powersuit. Oh, nee. Ja, hier ist ein Energietank. Ganz toll, den will ich auch unbedingt haben. Will ich halt echt. So, Energy! E's for easy, you're too good at your job, laptop. You're proud of the problem, not part of the solution, thank you. Das war ein Zitat, das jetzt überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun hat. Was zum... seid ihr? Farming time begins! Bis gleich! Okay, ich glaube, ich bin fertig. Metroids! Also, sie saugen einen auch Energie ab, wie... Energie ab wie Metroids, aber... Ja... Aber man kann an diesen Blöcken nicht Walljump? Doch, kann man. Autsch! Oh, Mann. Alten. Okay.